Guten Morgen, ich bin wieder da und erstmal Gratulation an euch, dass ihr es geschafft habt, meine ganzen alten Videos, die ich sozusagen recycelt habe, zu schauen. Ich weiß nicht, ob ihr alle geschaut habt, aber da waren einige Zoten dabei, einige Themen, die durchaus kontrovers waren und ja, wo ich vielleicht jetzt in dem aktuellen Mindset nicht unbedingt noch dahinter stehe, aber zu dem damaligen Zeitpunkt fand ich die Videos irgendwie fruchtbar und interessant. Teilweise waren sie schon über ein halbes Jahr alt und ja, und deswegen habe ich sie einfach mal so als Zeitgeschichte euch präsentiert. Ja, wo war ich? Also diejenigen, die vor 3 Wochen das Video nicht geschaut haben, ich war bei einem Rainbow Gathering in Italien und habe dort gemeinsam mit anderen Menschen in der Natur gelebt, sehr abgeschottet von der Zivilisation. Das war ein langer Fußmarsch, wo ich eine sehr, sehr große Angst überwunden habe. Was das genau ist, wird es entweder morgen oder übermorgen als eigenes Video geben. Auf jeden Fall eine Sache, wo sich wahrscheinlich der ein oder andere von euch wiedererkennen wird. Und wie ich damit umgegangen bin, das kommt dann morgen oder übermorgen. Heute soll es eigentlich sollte es um das Rainbow an sich gehen. Aber es ist an dem letzten Tag, wo ich dort war, etwas passiert, wo ich, ja, was einfach zu dominant jetzt in meinem Mindset ist, in meinem Gedanken, als dass ich das nicht mit euch teilen wollen würde, und es liegt mir einfach auf der Seele. Es war der letzte Tag, es war der Sonntag beim Rainbow und war wieder ein sehr großer Sturm. Wir waren in einem Gebiet, wo was bekannt ist für Erdbeben, was bekannt ist für starke Stürme und starke Regenschauer, und wir alle waren uns auch so bewusst, dass dies so war und wahrscheinlich auch so etwas dem, also das Risiko war uns da auch bewusst. Aber am letzten Tag ist dann tatsächlich etwas passiert, dass einer von uns von einem Baum erschlagen wurde. Das heißt, das war ein Papa, ein junger Papa mit seiner Frau und seinem Kind. Kam wieder Wirbelsturm und viele Hagelkörner. Und wir waren in den Bergen von Italien, wie gesagt, relativ abgeschottet von der Außenwelt. Und da kam dieser Wirbelsturm wieder mit seinen Hagelkörnern und sein Zelt wurde weggerissen und er war dann mit seiner Frau und seinem Kind quasi, ja, schutzlos. Und dann hat er sich einfach ein Tarp geschnappt, also eine Plastikplane, und hat sich auf den Boden gelegt und hat halt Frau und Kind neben sich gehabt und hat halt dieses Tarp gehalten, um halt vor Regen und vor dem Hagel so halbwegs geschützt gewesen zu sein. Und ja, und dann war es halt eben so, dass der Wirbelsturm einen der vielen Bäume dann herausgerissen hat und der umgefallen ist und auf seinen Kopf geschlagen. Und ich selber war nicht persönlich dabei, habe aber dann mit jemandem geredet, der da persönlich mit vor Ort war. Und der Kopf ist halt sofort deformiert worden, ganz blau angelaufen und war nicht mehr voll bei Bewusstsein und hat wohl nicht so lange gedauert, bis er dann tatsächlich auch gestorben ist. Und ja, der Hubschrauber kam dann, nachdem der Sturm vorüber war. Sie haben den, glaube ich, versucht noch zu reanimieren, das hat nicht geklappt. Ja, und dann haben sie ihn einfach im Leichensack dann abtransportiert. Und da kommen natürlich so einige Gedanken hoch. Und das möchte ich mit euch teilen, weil es das ist, was mich die letzten Tage, ich bin jetzt gestern angekommen und ja, das beschäftigt mich einfach. Also das Thema ist wieder das Thema Tod. Und ich hatte so zwei Gefühle in der Situation, die dominant waren. Zum einen, was sicherlich jeder auch nachvollziehen kann, in erster Instanz, wo ich das gehört habe von der Kaya, also die mit dort war, die das alles mit angesehen hat, weil das war in so einem, wir waren insgesamt über 2000 Menschen dort und ja, das Camp, das war halt ein paar 100 Meter oder nein, glaube ich, 1-2 Kilometer entfernt, und wo sie das so geschildert hat und sehr, sehr, ja, auch traurig war, dann hat sich natürlich bei mir auch die Trauer damit gebildet und ja, auch so das Mitgefühl für das Kind, das halt daneben gelegen hat, wo der Papa halt erschlagen wurde von dem Baum, was wahrscheinlich in die Augen des Papas geblickt hat, wo der Kopf halt quasi dann da deformiert wurde. Und ja, und da war halt dieses Trauer und Mitgefühl. Und
zeitgleich war es so, dass an dem nächsten Tag die sogenannte Full Moon Ceremony abgehalten werden sollte und wahrscheinlich auch abgehalten wurde. Das ist so eine Feier des Vollmondes und alle schon so in einer feierlichen Stimmung waren. Und wo das passiert ist, also bevor der Sturm gekommen ist. Und ja, und das hat sich für mich irgendwie, ich habe da so ein Gefühl gehabt, nicht feiern zu können, nicht feiern zu wollen. Und entsprechend sind wir dann auch weil für die nächsten 3 Tage auch Sturm, Wirbelstürme wieder angesagt waren, dann 2 oder 3 Tage, bevor wir eigentlich abreisen wollten, wir wollten direkt nach der Full Moon Zeremonie eigentlich dann abreisen oder einen Tag drauf, bin ich dann eben dann auch abgereist in Absprachen mit den Menschen, mit denen ich dort gewesen bin. Und das war halt das eine Gefühl, die Trauer und die Hilflosigkeit. Und das ist eigentlich jetzt nichts jetzt Bewegendes oder worüber ich mit euch jetzt reden muss. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Was viel interessanter ist, ist das Gefühl, wir waren in der Natur. Wir haben uns der Natur hingegeben, bewusst hingegeben. Wir hatten dort keine Elektrizität. Wir waren komplett abgeschottet vom Internet. Das heißt, es gab da kein Telefon, kein Internet. Das war ein Aufstieg in die Berge. Ja, das 7 Stunden hat der gedauert. Und dann war da so ein Krater. Ich werde jetzt euch mal ein kleines Video einblenden davon, wo ich das erste Mal dort angekommen bin, beim Rainbow, nach den Strapazen, die ich hinter mir hatte, weil das ein sehr, sehr schwieriger Aufstieg für mich gewesen ist. Ja, hier ein kleines Video. Ja, und wie ihr seht, ist das alles ja, an sich schon wunderschön, aber es ist eben komplett ab von der Zivilisation. Man hat sich der Natur hingegeben. Man hat sich in den ersten Tagen, zumindest ich, ausschließlich von Wildgrün ernährt, plus 2-mal am Tag so eine Handvoll Graupen, die dort sozusagen jemand dort schon mit hingebracht hat. Und man hat wieder Hunger gespürt. Man wusste wieder, was Hunger war. Das hat man ja in unserer Zivilisation sehr, sehr wenig. Man ist der Natur ausgeliefert gewesen. Es war halt direkt, wo wir angekommen sind, am selben Tag schon ein wahnsinniger Wirbelsturm, der halt die Zelte hat wegfliegen lassen. Also die Zelte waren im Boden verankert und trotzdem hat sie rausgerissen und weggeweht. Es war ein unglaublicher Regenfall. Normalerweise hört man an der Plane, am Regen, wie der Regen fällt, diese Tropfen, dieses duf, 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 duf. Und das war dann zeitweise wirklich wie so in einem Guss, so wuff. Und das Zelt hat sich durch den Wind einerseits immer halt hin und her geflattert und andererseits durch den Druck des Regens halt nach unten gedrückt. Das war, man hat sich so klein gefühlt, so klein als Mensch, so hilflos. Und man hat anerkannt, dass man als Teil der Natur ihr auch in irgendeiner Weise auch ausgeliefert sind. Und jetzt kommt der Bogen, der rote Faden, warum ich dieses Ereignis mit euch teilen möchte und weswegen ich einen besonderen Aspekt, den ich da gefühlt habe, euch jetzt präsentiere, weil dieser Tod dieses Menschen, so tragisch er sich angefühlt hat, so traurig er uns alle gestimmt hat, umso mehr war es auch ein Wiederbesinnen darauf, dass wir ein Teil der Natur sind. Und so mehr wir uns schützen wollen mit Wohnungen, mit Häusern oder mit irgendwelchen Technologien oder sowas, in letzter Instanz sind wir immer wieder ein Teil der Natur und der Natur ausgeliefert worden. Dieses Bewusstsein, das hat sich extrem geschärft und sich in eine Art von der Trauer in eine Art Akzeptanz umgewandelt. Das bedeutet, dass man da gar nicht so auf Konfrontation gegangen ist, sagt, oh, warum ist das passiert, warum hat er denn nicht, wie ich zum Beispiel in erster Instanz, ich habe erst versucht, unter einem Tarp zu bleiben, indem ich das Tarp festhalte, wurde ich zwar ein bisschen nass, aber dachte ich halte den Sturm so aus. Dann wurde das Tarp immer mehr weggewedelt, sodass ich das hätte nicht mehr fassen können. Und dann habe ich eine Zeit lang, habe ich mich komplett nackt ausgezogen und ja, bin dann in den, also habe das Zelt nochmal festgemacht und bin dann ins Zelt. Da hatte ich immer noch einen Blick, habe dann auch geschaut, ich hatte einen Baum neben mir, weil ich persönlich bin jemand, der aus genau diesem Grund eigentlich nie im Wald zeltet, wenn irgendwie Sturm angesagt ist oder sowas, sondern halt immer auf freier Fläche in der Nähe eines Waldes. Und da war ein Baum, den habe ich mir angeguckt,
wie der Sturm war und dass er hält. Und dann bin ich erst ins Zelt gegangen. Und man hätte halt sozusagen sagen können, ja, warum hat er das nicht? Und warum ist er überhaupt zum Rainbow gefahren? Warum ist er überhaupt, hat er sich der Natur ausgesetzt? Das ist doch heutzutage für uns überhaupt nicht mehr notwendig, dass wir das tun. Und ja, diese Fragen kann man sich stellen. Aber es ist halt passiert und er hat diese Entscheidung getroffen und er hat die Entscheidung auch bewusst getroffen. Und ja, und dann wandelt sich dieses Konträre eben zu einer Akzeptanz. Ja? Er hat die Entscheidung bewusst getroffen und er hat halt, die Natur hat ihn halt eben ja, dann wieder zu sich genommen und in diesen universellen Kreislauf wieder überführt. Und bei aller Tragik entstand so für mich ein Gefühl, des Einverständnisses, der Akzeptanz und auch in letzter Instanz des Wohlwollens. Und ich war trotzdem nicht in der Lage zu feiern dann danach, weil das eher so ein grundtiefes, zufriedenes Gefühl war. Ein demütiges Gefühl. Aber es war halt eben nicht nur die Trauer. Und ja. Das möchte ich heute mit euch teilen, als Inspiration vielleicht, darüber nachzudenken, das vielleicht nachzuvollziehen, auch wenn man es natürlich immer selber erlebt, intensiver ist, um anzuregen. Ja, und das möchte ich einfach als Video auch vor dem Rainbow-Video, was ich morgen wahrscheinlich euch präsentiere. Allerdings gibt es wenig Video-Impressionen, sondern eher eine Erfahrung damit, ja, einfach voranstellen, weil es das Entscheidendste und das Prägnanteste ja, dieser Reise gewesen ist der letzten 3 Wochen. Genau, also ich bin wieder zurück, ich kann wieder auf eure Kommentare direkt antworten, zu denen ich möchte. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder, ja, wo ich etwas zum Rainbow erzähle und wie so alles so ein bisschen gelaufen ist. Und bis morgen, euer Christian. Tschüss.